Sozialfachliche Betreuung. Heute geht es um das Thema Methode, Texte verstehen. Ich fange dann mal an. Sachtexte begegnen euch in vielen Schulbüchern. Nicht immer sind sie auf Anhieb verständlich. Sie fassen zum Beispiel Ereignisse zusammen, interpretieren diese und sollen auf möglichst wenig Platz viele Inhalte vermitteln. Du kannst bei der Arbeit mit Texten in vier Schritten vorgehen. Nicht immer sind alle Schritte notwendig. Der erste Schritt: Öffne Schubladen im Kopf. So, lass die Überschrift, oder lies die Überschrift, genau, ich muss noch besser lesen. Lies die Überschrift. Was könnte hinter der Überschrift stecken? Ein Hinweis, so Punkt 1. Der zweite Hinweis: Sieh dir auch die Bilder und die Überschrift der Quellen und Darstellungen an, wenn eine Darstellung vorhanden ist. Und was erwarte ich von diesem Text? Also, was steht drin und was erwarte ich von diesem Text? Und Punkt 3. Zum ersten Schritt heißt, was weißt du schon über das Thema? Also erstmal öffnen, dann lesen, sich ein Bild drüber machen und dann auch mal überlegen, was man darüber weiß. Jetzt zweitens, lerne den Text kennen. Lies den Text einmal zügig. Notiere 4 bis 5 auffällige Wörter. Worum geht es in diesem Text? Formuliere 2 bis 3 Sätze. Für dich selber dann. Musst du auch nicht unbedingt formulieren, musst auch nicht aufschreiben, musst es nur für dich so formulieren, um diesen Text zu verstehen, wenn er schwer verständlich ist. Dann Punkt 3. Erfasse den Text. Wenn du dir den Text aufgeschrieben hast, weil er einfach zu kompliziert ist, unterstreichst du einfach die Fachbegriffe sind auch Überbegriffe oder auch Fremdwörter in einer Farbe, damit die sich quasi herausstechen, und versuche ihre Bedeutung quasi im Zusammenhang herauszufinden. Unterstreiche Zahlen und Daten und weitere Farben. Also in weiteren Farben, damit die quasi unterschiedlich sind, wenn du einen langen Text hast. Setze in jedem verstandenen Absatz ein Häkchen, damit das erledigt ist. Neben jedem unklaren Absatz ein Fragezeichen, das heißt, damit du nochmal nachschauen kannst. Wiederhole unklare Absätze, lies auch 2 bis 3 Mal die Sätze, wenn die nicht klar verständlich sind. Zum Beispiel Behördenbriefe, lange Behördenbriefe, sind in einer Sprache geschrieben, die nicht mal richtig die Beamten in den Behörden lesen können. Stelle selbst 3 bis 5 Fragen für dich selber. Was möchtest du zu dem Thema wissen? Was findest du aus dem Thema raus? Und so weiter. Und hier helfen dir die notierten Merkmale, Markierungen, das, was du eben als Fachbegriff, als Fremdwörter, als Zahl markiert hast. So, und dann Punkt 4, arbeiten. Schreibe das, was du eben genau weißt, für dich nochmal in Kurzfassung auf, als quasi Spickzettel, kann man so sagen. Damit du quasi eine Übersicht hast für diesen Text, worum geht es da eigentlich? Bei einfachen Texten brauchst du das nicht, das ist wirklich nur für ganz, ganz schwere Texte. Und dann kann man damit auch besser umgehen. Es gibt 3, 4 Schritte. Schubladen öffnen, das heißt erstmal das zum Beispiel ein Buch öffnen, einen Brief öffnen, lesen, sich ein bisschen was rausnehmen und so weiter. Und dann nochmal überlegen, was ich über das Thema eigentlich so generell weiß. Zum Beispiel, welches Beispiel kann ich nehmen? Ja, ich habe schon mal gehört, nächstes Jahr findet die MSA-Prüfung statt.
In diesem Text zur Vorbereitung geht es in die MSA-Prüfung, was weiß ich schon darüber und was steht hier in diesem Text drin. Und das kann man dann vergleichen und dann schauen, ob es Unterschiede gibt oder nicht. Und dann aber auch weiterlesen. Dann Punkt 2, lerne den Text kennen und erkennen und verarbeite ihn. Da heißt es dann wirklich durchlesen mit dem, was man schon weiß. Dann nochmal für sich zu erfassen, entweder schriftlich oder im Kopf. Und dann mit dem Text, den man erfasst hat, quasi für sich so zu verarbeiten. Ja, das war zum Thema Texte verstehen bei schwierigen Texten. Ja, bis dann. Tschüss.